So. Ach so, hier. Bist du da? Bin hinter dir gespawnt beim Schwingen. Toll, du schwingst ja und dann spawn ich ja hinter dir in der Luft und stürze ab. In der Luft? Ja. Was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt. Jetzt haben wir ein Problem. Haben wir nicht. Ich gucke auf der Karte nach, wo ich hinspawne und dann, wenn ich wieder da bin. Ah. Weil ich bin ja jetzt bei meinen anderen. Du hängst in der Luft oder du springst zurück. Ich spring zurück jetzt. Ja. Okay. Ich bin zurück. Gut. Oh, ganz knapp neben dir. So, ich nehme mal die Waffe weg. Vielleicht bringt er ja ein bisschen weiter, aber glaube nicht. So, dann versuch mal, was du meintest. Ich meinte, ob wir da. Nee, aber das sehe ich. Dass wir da hochklettern, richtig. Nee, nicht schwingen. Das wird nicht gehen. Ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Dass man da hochklettern kann, sonst wären die ganzen Seilzüge nicht hier, weißt du? Naja, sieh dir. Sonst wäre es ja keine Herausforderung. Ja. In dem Sinne. Ja. Na. Willst du mal schwingen? Schwing dein Ding! Ich weiß ja nicht, wo ich mich da reinhängen soll, dann wohin ich schwingen soll. Na, du sollst rüber schwingen. Guck mal, ich schieß mal dahin, da. Ja, dahin wollte ich ja. Na gut, ich probier's noch. Aber du schwingst ja immer zum Nest, weil daneben ist, weißt du? Ja, na, weil ich rüberkommen wollte. Ich wollte, da wird immer an der Kante genau, wird ein Kletterhaken angezeigt. Ja, genau an der Felskante, die vorsteht. Das habe ich auch gesehen. Aber du schwingst ja immer dann beim Zurückschwingen kommst du mir gegen den Felsen. Jedes Mal an den Felsen, ja. Ja, und dadurch kommst du nicht ganz so weit. Ja. Deswegen, der Weg ist erstmal darüber, wo der blaue Kabel ist. Und von da aus muss man bestimmt wieder klettern und dann erst den nächsten Kletterhaken nehmen. So. Ich glaube, ich gehe mal zur Seite, bevor der Olaf mich hier runterschubst beim Schwingen. Ja. Oh, nee. Ich kann nicht bremsen. Ich lebe aber noch. Und stehe mitten in der Grillhalde. Aha, da steht er. Ja. Na gut, dann versuche ich das noch zum letzten Mal sonst. Wenn du da unten stehst, dann bringt das ja nichts, wenn ich jetzt hier oben warte. Nee. Oder du läufst auch, so wie ich, einmal so ein bisschen am Felsen lang. Dann kann man ja auch wieder hoch. Na, ich schwing mal. Ansonsten reisen wir woanders hin und dann holen wir uns einen Hubschrauber. Nichts. Würde ich sagen. Scheiße, rutsche immer tiefer. Tiefer oder was? Ich glaube nicht tiefer. Whoop. Oh! Ich saß zu tief. Da bin ich denn rechts rum, Olaf. Rechts rum. Links rum meine ich beim Felsen. War beim Schwingen zu tief und da hat er mich mit dem Arsch auf den Felsen gesetzt. Ah. Ja. Und nochmal jetzt? Nochmal. Ich kann hier nichts machen. Sonst stürzt sich in den Tod.
Ja, ich versuch's, wie gesagt, nochmal. Und ansonsten. Jo, bin rüber. Gut. Und jetzt? Und jetzt, ja, lass dich in Tod stürzen. Ja, ja, gut, kann ich ja machen, aber. Geh in den Freitod. Ja, ja. Mach ich jetzt. Gut. Ach, da ist die Schlange. Ach, im Nest liegt sogar ein Dümpel, den sie mitgenommen haben. Aha. Was? Na, hier so ein Pümpel, oder wie nennt sich das hier? Für Verstopfung. Ach so. So, hast du schon tot sterben lassen, die, ne? Ja, ja. Jetzt, gut. 18, 17. 16 Sekunden. Gut. Schwere Geburt mit uns hier. Ich gehe mal lieber schön dicht. Echt, ja. Dicht am Felsen, dicht, dass du so wie ich vorhin hier fast am Rand gestanden habe, beim Respawn. So, ich komme. Gut. So, jetzt kannst du den Kletterhaken da oben, glaube ich, benutzen. Oder musst du sogar benutzen, jo. Warte, mach ich mal. Und jetzt geht's weiter. Jö. Oh, erstmal gegengeditscht. Ah, auspendeln, kurz. Nee. Na, was ist denn? Ja. Die Kunst doch du nicht machen jetzt. Ich komme gleich zu dir. Ja. Ich bin mir gleich gestorben. So. Ach Gott. Das war bis jetzt das schwierigste Bremer Versteck, ne? Wo wir uns so abmühen, um da ranzukommen. Aber ehrlich, das ist ja wirklich nicht mehr schön. Nein. Weggehen. Jetzt darfst du springen. Und das 57 Meter hier hinter dem Felsen ist es. Ja. Ich glaube, wir müssen da rauf. Ja, schwing dich darüber. Ganz rauf. Schwing dich, ja, wir müssen ganz rauf, Olaf. Das ist, ist auch ein Beast-Jump-Punkt. Glaube ich. Ich probiere mal was. Ja, ja, da ist so ein Beast-Jump-Punkt. So, und jetzt gehe ich mal steigen. Jetzt will er ganz hochklettern. Das geht nicht. Das kann ich nicht da. Das hätte ich auch gleich sagen können. Wenn da Dinge sind zum Ranhängen, zum Ranklettern, dann muss man da auch benutzen. Ja. Die werden sich schon was bei gedacht haben. Du hast ja recht, ja. Die werden sich schon was bei gedacht haben. Ja. Da ist bei Lara Croft auch so, wenn er irgendwas ist, dann weißt du, ach, da musst du hin, da musst du klettern. Bei Lara Croft hast du dann diese weißen Schraffierung, bist du drin? Gut. Ja. Und dann weißt du, da kannst du klettern und dann weißt du auch, ja, da musst du auch lang. So, nochmal bitte Kletterhaken. Hatte ja eigentlich, gut geklappt, aber dann war ich irgendwie falsch gedrückt, oder? Alter, nein, wenigstens gleich bei dir. Ja. Ist das eine Kacke. Hab rechtzeitig eigentlich C gedrückt. Weiß gar nicht, warum der schon wieder so umhereilt. Mann. Das Spiel mag mich heute nicht. Klare Munition, die wir nicht aufnehmen können hier. Ja. Sagenhaft. Moment, bin gleich da, in 11 Sekunden, 10 Sekunden. Warte, gleich, bin da, gut. So, schwere Geburt, jetzt können wir reingehen. Ja, ich weiß nicht, ob wir da richtig sind. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Jupp. Und dann geht's wieder hier außen bestimmt lang, oder? Ah, da ist hier schon wieder ein Kletterhaken angezeigt. Ach, na toll. Ja.
Diesmal noch ganz nah oben, ne? Denk ich mal, wo steckt der Kletterhaken jetzt hin? Wo ist er? Ach, auf der Seite hängt der? Ja. Genau. So, und jetzt? Da ist noch ein Kletterhaken. Da ist noch einer. Okay. Sollte doch jetzt einfach sein, aber schön, dann können wir noch einen Beast Jump machen. Ach, klettern. So, über den Baum rüber. Na nu? Über den Baum rüber stammen. Und nu? Ach, du dickes Ei. Dickes Ei, ja. Oh, oh, oh. Und noch über den Baumstamm. Oh, 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 oh. Ein Fehl drin, du bist wieder unten. Ja, eben. Ah, da muss wieder ein Kletterhaken. Das ist doch wohl der Witz. Nein, ist kein Witz, ist ein Kletterhaken. Ein witziger Kletterhaken. Aber dann dürften wir oben sein. Oh, die hauen uns ganz schön rum hier. Ja. Oh, ganz schön viele hier. Bei den Zivilisten erschossen, oder? Habe ich sie erschossen? Nee, das waren die Geier, die hier schießen. Müssen wir alle abschießen. In Sicherheit, im Suchgebiet. Ja. In Sicherheit. Aua! Gesagt, wir müssen sie alle abschießen. Ah, der ist weg. Oh, es sind noch welche hier, gut. Reihe weg. Feier weg. So. So. Mal gucken. Gut, haben wir. Gut. Das Feuer brennt wahrscheinlich schon ewig. Ja, das ist hier so. Naja. Hier kann ich nichts nehmen, gar nichts. Da kannst du Waffen tauschen, ne? Ja. Ah, ich, Olaf, stehst ein bisschen im Weg? Ja, tut mir leid, Mann, ich will nicht runter. Weil ich will hier Geld haben, weißt du? Der will hier Geld haben, der. Ja, du auch, oder nicht? Ist hier hinter dem Zelt. Ja. Da kannst du mal Waffen tauschen, Flammenwerfer und... Ja, ansonsten... Gut. Nichts weiter, gut. Dann können wir ein Beast Jump machen. Yeah! Ja, dann werden wir tot unten ankommen, weil nämlich wir unseren Wingsuit nicht richtig angelegt haben. Oder so. Vom ganzen runterfallen. Zu oft runtergefallen, ja. Ist er verrutscht. Ja. Aber von wo aus müssen wir runterspringen? Können wir? Ach, von hier, ne? Oder? Kommen wir noch weiter höher? Mal schauen. Da oben ist das wahrscheinlich doch. Ja, ich versuche gerade irgendwie hochzukommen. Irgendwie so. Kann auch täuschen, ne? Bloß weil da so eine Windpfanne steht, das heißt ja dann nicht, dass du hochkommst. Nee. So, eigentlich kannst du von jede Höhe ist eigentlich recht, ne? Aber es sollte schon ordentlich tief sein. Nicht gleich das hier geht zum Beispiel nicht.
Ja, denke weil ich. Das sagst du ab und kommst gar auf Felsen auf. Ja, aber hier, wo ich stehe, vielleicht könnte passieren. Aber ganz hoch. Naja. Beim Zelten, da kamen wir nicht weiter hoch, ne? Nee. Ach du dickes Ei. Von da oben, nee, das ist ja auch nichts von da oben. Da ist die, bis auf das Plateau ist es so niedrig. Wenn du durchsagst, bist du gleich tot. Ja, na, ich versuche. Na, jetzt bin ich tiefer als du. Mhm. Wo ich gerade stehe. Also ganz nach oben kommst du nicht. Nee. Der wäre ja auch Blödsinn, weil da ist ja gleich der Felsen, weißt du? Ja, eben. Kannst höchstens hier, da wo das Zelt ist, da kannst du runterspringen. Da ist es tief genug. Hm. Ja, gut. Von hier aus. Gleitschirm war mit Leertaste und der andere war Shift-Taste, ne? Hm. Okay. Jo. Hey, ich bin angeprallt, weil ich nicht gesteuert habe. Bom! Ja, ich habe auch nur umgeschaut, ich dachte, ich steuere damit, aber nee, das ist ja mit der mit. Hey, mit der Maus kannst du nicht steuern. Nee, nur mit A und D kannst du mit steuern. Ja. A und D. Und bis ich jetzt dann darauf A und D gekommen bin, bis das in meinem Gehirn angekommen ist. Ja, ich habe auch eine Ewigkeit. Hab auch eine Ewigkeit gebraucht. Bis ich mitkriegte, ach, A und D. So. Naja, gehen wir weiter. Na gut, hier machen wir erstmal ein P oder ein großes P. Großes P. Großes P. Warte mal. Machen wir ein großes P. Ja, wir müssen ein großes P machen. Gut, alles klar. Okay.